Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem neuen Pokémon-DLC, der Schatz von Zone 0. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben tatsächlich schon einen Kampf hier gegen eine Person geführt, gegen die liebe Hana. Und wir sollen jetzt hier einfach in dieses Gebäude rein. Das machen wir. Wir warten nämlich noch auf unsere, ich sag mal, Reiseführerin, also unsere Betreuerin. Die betreut gerade noch ein krankes Kind. Hier entlang. Warum sollte ich überhaupt vorgehen? Also, ja, egal. Logik bisher in der Story ignorieren wir. Das macht bisher macht es von vorne bis hinten keinen Sinn. Danke, dass du dem Verwalter Bescheid gesagt hast, Niki. Unserem Patienten geht es auch schon wieder deutlich besser. Durch das Laufen, durch die frische Luft. Also, hat es jetzt irgendwas gebracht, dass ich jetzt vorgelaufen bin? Also dann, alle miteinander, das ist unser Gemeindehaus. Hier werdet ihr für die Dauer eures Aufenthalts übernachten. Eigentlich war geplant, euch in derselben Unterkunft unterzubringen wie die Schüler der Blaubeerakademie. Aber jetzt gehört diese Unterkunft ganz unseren Gästen von der Traubenakademie. Stimmt, ja, ich hatte ganz vergessen, dass die beiden aus dem Dorf hier kommen. Tretet ruhig ein, keine Scheu. Okay. Sah jetzt aber nicht so modern aus. Man muss nicht unbedingt schlecht sein, aber... Kommt herein, schaut heraus. Ah, oh nee, okay, von innen sieht's vernünftig aus. Eure Schuhe könnt ihr ruhig anbehalten. Okay, das ist außergewöhnlich tatsächlich für etwas, was in japanischen... Also Pokémon ist ja japanisch. Und da zieht man ja die Schuhe definitiv sofort aus. Ich meine, ich bin auch Freund von Schuhe ausziehen. Ist auch einfach hygienischer. Aber okay, wir lassen hier die Schuhe an. Wenn sie arg verdreckt sind, wascht sie nur bitte kurz am Wasserhahn beim Eingang ab. Was ist das da auf dem Tisch? Ist das Essen in Form eines Pokémons? Ist schick und sauber hier, was? Diese Einrichtung wurde erst kürzlich gebaut und kann daher selbst mit dem modernen Schnickschnack der Großstadt mithalten. Okay, also es sieht sauber aus, aber modern? Naja, Ansichtssache, ne? Okay, das ist modern, das ist modern. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier könnt ihr nach Belieben fernsehen, euch unterhalten, was immer ihr wollt. Auf solchen Ausflügen bin ich immer Freund von Brettspielen oder Kartenspielen. Die Kantine befindet sich dort vorne und hier sind die Toiletten. Dort hinten geht es zu den Schlafräumen, wo ihr euch ausruhen könnt. Da wir genug Platz haben, bekommt jeder sein eigenes Zimmer. Nice. So, das wäre dann auch schon alles, was ihr wissen müsst, denke ich. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an die Mitarbeiter am Empfang. Wunderbar, vielen Dank für die Erklärung. Na, wollt ihr nicht auch etwas zum Herrn Verwalter sagen? Ich hasse es, wenn man erzwungenermaßen Danke sagen muss. Auch immer, wenn man zu Kindern, die eigentlich auch schon alt genug sind, sage ich jetzt mal, die es wissen könnten, immer sagt, wie ist das Zauberwort? Was sagt man? Ja, ich kann das auch von mir aus sagen. Wartet doch erstmal, bis ich das sage. Und wenn ich es nicht sage, dann kannst du mich immer noch darauf hinweisen, dass es gerade unhöflich war, mich nicht zu bedanken. Aber... Emma, ich mag diese Frage. Also, Brianna, du bist gleich in der Sympathie gesunken, also. Danke für die Gastfreundschaft. Es wirkt jetzt auch gleich ganz aufrichtig. Danke, dass wir hier übernachten dürfen. Oh, wie höflich ihr alle seid. Ja, erzwungenermaßen höflich. Wir wurden dazu genötigt, das zu sagen. Wäre auch überhaupt nicht schöner gewesen, wenn es von uns ausgekommen wäre. Da geht einem ja richtig das Herz auf. Fühlt euch bitte ganz wie zu Hause. Ihr seid sicher erschöpft von der langen Reise. Es ist noch etwas früh, aber lasst uns schon mal zu Abend essen und dann bald schlafen gehen. Wir haben eine ganze Menge Essen für euch vorbereitet, also lasst es euch schmecken. Juhu! Da bin ich jetzt aber auf das Essen gespannt. Wehe, ich sehe das nicht. Vielen Dank, das war echt lecker. Nein, ich wollte Essensinspiration. Ich mag animiertes Essen so gerne. Hat keine Kalorien.
Für heute gibt es kein Programm mehr, also steht dir der Abend zur freien Verfügung. Aber denk daran, dass die Exkursion dann morgen richtig losgeht. Sieh zu, dass du nichts verschläfst. Ja, Mama. Ich würde sagen, es steht uns nicht frei. Wobei, können wir raus? Können wir einfach rausgehen? Du solltest jetzt nicht mehr nach draußen gehen. No. Ist das schlimmer als zu Hause? Dann habe ich ja wirklich nur die Wahl zu schnappen. Ja gut, ich kann auch mit den Randoms hier reden. Gut, dann haben wir jetzt geschlafen. Ey. Soll mal so richtig weitergehen. Bisher ist es ein sehr langsamer Anfang. Naja. Guten Morgen alle zusammen. Habt ihr gut geschlafen? Ab heute sind auch die Schüler der Blaubeerakademie mit von der Partie. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Hallo, ich bin Hana. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen. Ihr aus Paldea. Fremdlinge, wirklich? Ich bin Joe. Die beiden stammen aus diesem Dorf. Ihr könnt sie also ruhig fragen, wenn ihr Hilfe braucht. Zeigt euch von eurer besten Seite, ihr zwei. Ich verlasse mich auf euch. Du hast dich gestern erst noch über die beschwert, dass die nur für Chaos sorgen. Und jetzt sind die für uns verantwortlich? Ja. Claro. Nun gut, dann erkläre ich euch mal, worum es bei dieser Exkursion geht. Eure Aufgabe ist ein Orientierungslauf. Ihr müsst euch in Paare aufteilen und die drei Infotafeln finden, die in der Kitakami-Provinz aufgestellt wurden. Auf den Tafeln stehen Auszüge einer alten Legende aus Kitakami. Wenn ihr sie lest, erfahrt ihr mehr über die Geschichte dieser Provinz. Anschließend macht ihr bitte ein Foto von euch zweien von der jeweiligen Infotafel. Sobald ihr euch vor allen drei Infotafeln fotografiert habt, ist die Mission abgeschlossen. Betrachtet es als eine Art Erkundungstour durch Kitakami und die Geschichte der Provinz. Das ist doch viel spannender, als wenn ich euch hier einen langen Vortrag halten würde, oder? Das nenne ich mal eine innovative Aufgabe. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr bekommt alle noch ein Geschenk von mir. Ein Pokémon? Rotom-Stick. Ja, stimmt, der Selfie-Stick. Hat man schon im Trailer gesehen. Ja, okay. Ich meine Rotom-Stick, nicht Selfie-Stick. Das ist der Rotom-Stick. Rotom-Stick wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Ein Stab, an dem man sein Smart-Rotom befestigen kann, um Selfies von weiter weg zu machen. Ich weiß noch, irgendwann gab es diese Phase, hatte jeder so einen Selfie-Stick und da liefen alle so jetzt rum. Das war ganz ulkig. Der Rotom-Stick. Wenn du den X-Knopf drückst, während du ein Selfie machst, kannst du das Foto mit Hilfe des Rotom-Sticks schießen. So lassen sich Fotos von weiter weg knipsen, wodurch es einfacher wird, mehrere Freunde oder Pokémon zugleich abzulichten. X, okay. Ich habe gehört, die sind gerade der letzte Schrei in den Großstädten. Ja, vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Die könnt ihr für eure Aufgabe sicher gut gebrauchen. Hier, ich bringe euch gleich eine total hippe Selfie-Pose bei, die ich mir ausgedacht habe. Coolness-Pose. Die ist also total hip, ja? Nun, diese Exkursion soll auch den Austausch zwischen unseren Schulen fördern. Zudem wäre es sicherlich sehr nützlich, jemanden dabei zu haben, der sich in Kitakami auskennt. Ihr könnt euch sicher denken, worauf ich hinaus will. Wenn möglich, solltet ihr euch mit jemandem aus der jeweils anderen Akademie zusammentun. Oh je. Darf ich mir einen aussuchen? Rede mit den Schülern der anderen Schule. Boah, was eine Quest. Ja, ich glaube, dann nehme ich mir Joe. Das war ein tolles Gespräch. Ich glaube, ich muss mit ihr sprechen. Dein Name war Nikki, oder? Lass mich raten. Du bist hier, um dich aus Mitleid mit unseren armen Außenseitern auszutauschen. Mit uns armen, nicht unseren Namen. Ja, weißt du was? Ja. Wenn du schon so bist. Wie nobel von dir. Ich bin ja sowas von gerührt. Was würden wir nur ohne dich tun? Mein kleiner Bruder ist jedenfalls ganz besessen von dir. Zu Hause hat er nonstop von dir geredet. Das geht mir echt auf den Senkel. Spinnst du? Warum erzählst du ihr das?
Pass auf, wie du mit mir redest, Freundchen. Ich tue dir hier einen Gefallen, klar? Alleine würdest du deinen Mund eh nicht aufkriegen. Okay. Was? Ja, das ist ihm jetzt wieder schrecklich peinlich. Ja, offensichtlich. Das sagt man nicht. Boah. Ich bin froh, dass meine Brüder das nicht mit mir gemacht haben. Ich weiß nicht, es gibt immer so die Situation, du bist so ein kleines Kind und dein großer Bruder kommt mit einem Kumpel vorbei und der Kumpel ist voll cool und der soll doch mal häufiger kommen und bla bla bla. Wenn mein Bruder dem erzählt hätte, während ich übrigens noch dabei bin, oh, guck mal, ich finde das voll cool, dass du immer hier bist. Gott, ich hätte mich auch in Grund und Boden geschämt. Nee. Oh nein, das macht man nicht. Das macht man nicht. Wie du unschwer erkennen kannst, gehört mit anderen zu reden nicht gerade zu seinen Stärken. Von sich aus würde er es wahrscheinlich nie über die Lippen kriegen, also sag ich's. Er würde gern gegen dich kämpfen. Tust du ihm einen Gefallen? Okay. Ja. Na, sowas. Du bist netter, als ich dachte. Da wird er sich freuen. Hey, Joe. Niki hat zugestimmt, gegen dich zu kämpfen. Was? Echt jetzt? Ist das wirklich okay? Ja, du hast richtig gehört. Dann nehmt mal eure Plätze ein. Ihr anderen macht ein bisschen Platz, hopp hopp. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß bisher immer noch nicht, was ich davon halten soll. Das DLC ist bisher ein kleiner Fiebertraum. Hat der hier so ein Muttermal? Lau, die Details dann. Du... Würdest du jetzt mit einem Visor gegen mich kämpfen? Wow, ich kann es kaum fassen. Ich darf echt gegen dich kämpfen? Wie cool. Okay. Zwei Pokémon hat er. Ich denke, mit unseren überlevelten über 60, Level 60er Pokémon schaffen wir das. Oh, das war leider einer von meinen vielen Schwachpunkten. Okay, der hat kein gutes Selbstbewusstsein. Ah, armes Kind. Wieder der alte Mann. Ich finde diese Animation so peinlich. Lass das doch weg. Sieht so ulkig aus. Jetzt kann ich nur noch das... Oh, der die ganze Zeit so hoch springt, ist auch ambitioniert. Das ist irgendwann doch echt anstrengend. Gut, dass es nur ein NPC ist. Der merkt die Anstrengung nicht. Die Musik mag ich aber bisher. Ist anders. Aber ich mag sie. Habe ich vorher gar nicht so drauf geachtet. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht das Akademiegelände. Ist doch bisher nur dieses Gemeindezentrum, oder? Also ich muss sagen, das Dorf sieht ein bisschen... Dörfer müssen nicht hässlich aussehen, aber das sieht ein bisschen bisher langweilig abgeranzt aus. Das war ein toller Kampf! Ein schönes Freundschaftsmatch. Ihr Kinder wisst eben, wie man sich schnell kennenlernt. Wusste ich's doch. Du bist echt stark, Niki. Joe ist fast genauso stark wie ich. Du hast echt was drauf. Wir sollen diesen Orientierungslauf zu zweit erledigen, oder? Mach das doch zusammen mit Joe. Ja, halte ich auch für eine sehr gute Idee. Was? Nicht doch. Warum denn nicht? Wir zwei sollen das ja nicht zusammen machen. Willst du dich lieber mit einem von den anderen Fremden zusammentun? Nein, aber... Na bitte, er steht sich selbst mit seiner Schüchternheit mal wieder nur selbst im Weg. Ich schließe mich mit jemand anderen zusammen. Kümmere dich gut um meinen Bruder. Mach ich. Yay, Babysitter. Wie es aussieht, habt ihr euch problemlos zu Paaren zusammengeschlossen. Dann registriere ich jetzt die Standorte der Infotafeln auf eurem Smartrotum. Und los geht's. Möge der Orientierungslauf beginnen. Oh, falls jemand übrigens Tränke, Pokebälle oder andere Items benötigt, das gibt es alles bei Momos Gemischtwaren dort drüben.
Am besten fangen wir mit der Infotafel auf dem Gefährtenplatz an. Der liegt westlich vom Dorf hinter der Apfelplantage. Es ist nicht weit und ich dachte mir, es wäre am besten, sie in der richtigen Reihenfolge abzuklappern. Ich werde dir sicher nur im Weg, also gehe ich schon mal vor. Bis gleich. Wir sollen das doch zusammen machen. Wofür ist denn die Paarenteilung überhaupt notwendig? Okay, knipse ein Foto vor der Infotafel. Das muss ich erstmal wieder... Jetzt kann ich endlich auf Miraidon wieder reiten. Muss ich nur wieder herausfinden. Ah, so öffne ich die Karte. Schön. Oh, Karte wechseln. Wenn du innerhalb der Karten-App die L-Taste oder die R-Taste drückst, kannst du zu einer anderen Karte wechseln. Orte mit einem Flügelsymbol kannst du per Flugtaxi erreichen, auch wenn du dich gerade nicht auf derselben Karte wie diese Orte befindest. Okay, das ist also hier diese Provinz. Das ist jetzt die erste. Oder sind die anderen auch schon markiert? Nein, okay. Okay, aber Terra Raids gibt es ja auch, sehe ich schon. Okay, ja, dann markiere ich mir das mal. Kann ich die? Ja. Okay. Dann wissen wir jetzt, wo es hingeht. Ich plane das auch noch jetzt zu erreichen. Ich will mich nicht so viel mit Pokémon fangen ablenken. Wir werden nachher ein Catch 'em All machen, aber ich kenne mich. Meistens fange ich dann die ganze Zeit Pokémon über Pokémon über Pokémon. Ich kann hier nicht rüberspringen. Doch. Über Pokémon und dann ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Aber wenn ich jetzt Items sehe, kann ich immer schlecht dran vorbeigehen. Ah, guck mal, die Leute hier von den Routen, die können wir doch mitnehmen. Nein! Oh, ich dachte, das wäre seins, was nur neben ihm stand. Okay. Wenn du das überlebst, dann, okay. Dann nehme ich es mit. Aber ich denke nicht, dass das überlebt. Ah, und tschüss. Gut. So, hallo. Die nehmen wir aber mit. Hier, diese kleinen Leute. Das habe ich hier nicht vorgelesen, aber ich glaube, der hatte eh nichts Spannendes zu erzählen. Oh, ein Rettern. Rettern ist rückwärts übrigens Natter. So, Pamomamo. Dann zeig mal dem Knuffen. Das sind bisher ja wirklich krasse Pokémon, die ihr habt. Ich hatte jetzt gedacht, wir one-shotten das auch. Okay. Ich könnte jetzt meinem Pamomamo einen Trank geben oder ich packe jetzt erstmal ein anderes Pokémon an die Spitze. Wechseln so ein bisschen durch. Tatsuro. So, was hast du denn zu sagen? Ich weiß gar nicht, was du zuerst gesagt hast. Manchmal bin ich es echt leid, den Regeln des Fairplay zu folgen. Okay. Das ist aber nicht sehr sympathisch, mein Lieber. So, Baujan packen wir mal hoch. Gehen wieder hier hoch auf Miraidon. Oh, das ist doch hier theoretisch ein Fotospot, oder? Naja, wir halten uns damit nicht... Ach, wir müssen hier lang. Wie komme ich denn da hoch? Naja, einfach klettern, hm? Ich denke, man wäre da bestimmt auch ohne Miraidon hochgekommen. So, hi. Wer Böses tut, wird vom Oni gefressen. Da hätten wir aber nicht mehr viele Menschen auf der Welt. Fest, Junge. Ein Zipwurzel. Oh, oh, oh. Hier haben wir wieder ein grafisches Meisterwerk gerade gesehen. Wir konnten hier so ein bisschen durchgucken. Naja. Okay. Ja, gut, bisher haben die noch keine krassen Pokémon, ne? Noch ein Zipurze. Wer hat denn zwei Zipurze? Zipurze ist jetzt kein so cooles Pokémon, dass man das zweimal hat. Hat er das dreimal? gab es nicht irgendwann jemanden, der irgendwie... was hatte der? Fünfmal oder sowas? Karpador oder so?
Aber es gab schon mal ein paar Leute, die hatten echt useless Pokémon und davon ganz viele. Sag mir, hat er noch ein Zipurzel? Nee, Imantis. Oh, okay. Ja, das kann ich verstehen. Von Lego gibt es jetzt ein Set mit so Insekten. Daran musste ich jetzt irgendwie bei Imantis dran denken. Das ist auch so eine Gottesanbeterin, ein Herkuleskäfer und ein blauer Schmetterling. Sah ganz cool aus. Also, ich mag Gottesanbeterin tatsächlich. Herr Oni, komm schnell, hier hat wer was Böses getan. Ey, das war ein ganz fairer Kampf. Frechdachs. Ich merke schon, die Kinder hier, die sind eher frech, ja? So, wir nehmen aber weiterhin eine Abkürzung. Wollen da heute noch hinkommen? Steinknochen. Okay, will nicht wissen, was das für ein Knochen war. Da hinten. Ja, da hinten ist die Tafel, aber können ich gegen dich kämpfen? Da hinten stehen die Gefährtenstatuen. Vor langer Zeit haben die drei Gefährten unser Dorf beschützt. Sie waren echte Helden. Mhm. Du bist am Zielort angekommen. Okay. Ich würde es mir ein bisschen angucken, aber... Ob die Farbe hier für diese Schränke hier so gut gewählt ist, ich dachte erst, die haben nicht geladen. Upsi. Na gut. Infotafel. Ah, da ist Joe. Das hier ist die erste Infotafel. Oh, habe ich dich erschreckt? Das wollte ich nicht, tut mir leid. Aber wir hatten ja abgemacht, dass wir uns hier treffen würden. Egal, wir sollen lesen, was hier geschrieben steht, stimmt's? Ich kenne die Geschichte schon, daher, nur zu, lies sie dir durch. Dann lass uns mal sehen, was es hier Schönes zu lesen gibt. Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte ein gar furchterregender Oni in Kitakami. Er hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte, diesen zu betreten. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren just zu jener Zeit auch Boninu, Benesaru und Beatori zugegen. Unter Einsatz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und verdrängten ihn auf den Berg zurück. Nur drängten, aber egal. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit tauften die Dorfbewohner die todesmutigen Recken auf den Namen die drei Gefährten. Mhm. Sorgsam bestattete man ihre sterblichen Überreste und errichtete darauf zu ihren Ehrenstatuen. Die Gefährtenstatuen stehen übrigens auf dem Platz dort hinten, wenn du sie dir ansehen willst. Falls du dir unter Oni nichts vorstellen kannst, das bedeutet in Kitakami so viel wie Ungeheuer. Aber findest du nicht auch, dass der Oni aus der Legende irgendwie ziemlich cool wirkt? Ich habe nicht genug Infos über ihn, um ihn jetzt cool zu finden, aber bisher neutral. Keine Ahnung. Na klar, der Arme musste es schließlich ganz allein mit mehreren Gegnern zugleich aufnehmen. Aber ich schätze mal, die meisten Leute haben eher Angst vor dem Oni. Dabei sehe ich dafür gar keinen Grund. Weißt du, als ich noch klein war, bin ich ganz oft nachts allein auf den Berg gestiegen. Aber den Oni habe ich dabei nie gesehen. Dafür gab es umso öfter eine Standpauke von den Erwachsenen, wenn ich erwischt wurde. Ja, wir sollen ein Foto von uns vor der Infotafel machen, oder? Könntest du das übernehmen? Ich habe kein Handy. Klar. Ja,
So wie ich das vorher gemacht habe, werde ich auch jetzt das wohl einmal so machen. Dann kann ich das nachher schön fürs Thumbnail nutzen. So, und dann geht's auch schon wieder weiter. Okay, schön. Das sieht irre gut aus. Selbst am Fotografieren bist du der Hammer. Danke. Sorry, ich wollte nicht aufdringlich sein. Um ehrlich zu sein, war ich nicht besonders scharf auf diese Exkursion. Aber weißt du, vielleicht ist das alles am Ende doch gar nicht so übel. Wenigstens kann ich hier im Dorf die Natur genießen. Und reden. Zumindest mit dir. Wenn du willst, könnten wir ein Picknick machen und ein Sandwich essen oder so. Natürlich. Bei Sandwich ist mir rein und sofort dabei. Was ist das denn? Ein Monster? Wir leben in der Welt der Pokémon. Und es kommt ihnen nicht als erstes in den Sinn, dass das erstmal nur ganz basic ein Pokémon ist, das er vielleicht nicht kennt? Was? Das ist Miraidon, mein Reit-Pokémon. Es heißt also Miraidon und lässt dich auf sich reiten? So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Und das kommt jedes Mal aus seinem Ball, wenn es das Wort Sandwich hört? Wahnsinn, das ist das krasseste Pokémon, dem ich je begegnet bin. Du bist eben etwas Besonderes, Nikki. Deshalb bist du auch so stark. Oh, wir sollten langsam weitermachen. Die nächste Infotafel steht auf dem Gelände des Kitakami-Kulturzentrums. Um dorthin zu kommen, musst du erst zurück ins Dorf, dann über die Brücke und zum Schluss noch den Berg hoch. Geh du schon mal vor, ich treffe dich dann dort. Klar. Ja, jetzt kannst du kein Sandwich bekommen. Tut mir so leid für dich, Miraidon. Gut, ich würde mir aber ganz gerne nochmal diese Statuen angucken. Ich glaube, die konnte man sich hier angucken. Warte, da konnten wir nochmal wieder gegen jemanden kämpfen. Sonderbonbon. Nee, hier nicht. Wo sollen die sein? Noch eine ganz kurze Suche nach den Statuen. Ah. Naja, Statuen. Ja, wobei doch. Okay. Die haben denen auch was angezogen. Ja, sieht ganz süß aus. Den Weg zurück, den beschreiten wir aber beim nächsten Mal. Wir haben das Folgenlimit einmal wieder erfolgreich erreicht. Und, ja, bisher weiß ich immer noch nicht, was ich von dem DLC halten soll. Es ist halt noch recht wenig Inhalt. Ne? Das kommt langsam. Also der Anfang ist recht lang. Es, okay, naja. Ich rede natürlich auch viel. Das kommt natürlich hinzu. Ich glaube, wenn man das selber so spielt, ist man viel, viel schneller. Aber ja, ich rede natürlich viel. Ich lese das alles vor. Das kostet Zeit. Egal. Irgendwie rede ich am Ende der Folge immer noch ganz viel Zeugs. Deshalb beende ich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.